Leighton Lake hat sich mit dem letzten Update ganz schön verändert. In diesem ersten Teil des Leighton Lake Guide schauen wir uns die drei Tierarten Roosevelt Wapiti, Weißwedelhirsch und Elch mal ganz genau an und werden dabei ziemlich überrascht. Wir werfen einen Blick auf die neuen Trinkzeiten und die neue Tierverteilung, besuchen die neuen richtig guten Hotspots und schießen jede Menge schöne große Tiere. Und ohne länger zu quatschen, legen wir direkt los. Als erstes werfen wir einen kurzen Blick auf die neuen Trinkzeiten auf Leighton Lake. Was super cool ist, die Zeiten gehen quasi nahtlos ineinander über. Fürs Jagdfeeling und Spielerlebnis finde ich das echt gut. Man kann morgens starten und im Endeffekt den kompletten Tag ausnutzen. Genau deswegen starten wir jetzt auch mit den Roosevelt Wapitis. Wie wir gesehen haben, trinken die von 4 bis 8.30 Uhr. Ganz grob kann man sagen, dass man sie jetzt in der östlichen Hälfte von Leighton Lake findet. Fast an jedem See- und Flussabschnitt habe ich welche gefunden. Meine Lieblingsspots schauen wir uns jetzt aber mal direkt im Spiel an. Wir starten am großen South Lake. Am südlichen Ufer habe ich hier zwei richtig gute Spots. Hey Jagdfreunde, wir sind direkt am ersten Spot der Roosevelt Wapitis. Es ist kurz nach 6 am Morgen. Wir schauen mal, ob heute was Großes dabei ist. Die ersten habe ich gerade schon gesehen. Also wir haben hier ein sehr großes Exemplar, ein Zweier. Da steht aber direkt noch einer. Der ist gar nicht so schlecht auf den ersten Blick. Ja, ein Vierer in der maximalen Gewichtsklasse. Ich denke, den werden wir uns gleich nehmen. Auf 91 Meter sollte schaffbar sein. Ja, der fällt langsam. Erster liegt, aber da hinten müssten eigentlich auch noch welche sein. Der hat gepasst. Ja, auf 92 Meter die Doppellunge. Das ist da kein Problem für die 308. Schönes symmetrisches Geweih, aber geht noch ein bisschen größer. Hier ist der Jagddruck von dem gerade eben und da drüben habe ich direkt das nächste Jagdgebiet. Da haben wir wieder einen schönen Vierer, ist nicht in der maximalen Gewichtsklasse. Wir lassen ihn mal stehen und schauen einfach direkt weiter. Man hört es im Hintergrund schon, das gesamte Seengebiet, sage ich jetzt mal hier bei mir, ist ziemlich gut für Wapitis. Ich habe da ein paar Spots, ich habe hier unten an diesem Pilzsee welche, da sind noch welche. Also da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einfach mal die einzelnen Seen abzusuchen. Das kann sich von jeder Karte ein bisschen anders verhalten. Ja, sogar das nächste Bedürfnisgebiet hier noch, ist nur ein kleiner, da hinten waren noch ein paar Weibchen gestanden. Ich habe jetzt hier an dem See nichts Großes mehr dabei, aber ich schaue gleich mal über meine Seen. Vielleicht finde ich noch was und wir sehen uns dann hoffentlich gleich etwas Besserem wieder. Ich habe die einzelnen Spots nochmal abgesucht. Wie gesagt, ich habe hier wirklich viele, viele einzelne Gebiete für die Wapitis. Ich bin jetzt hier unten beim Chila Lake. Da habe ich mir ein Zelt platziert, weil die nächste Lodge so ein bisschen weit weg ist. Und hier habe ich einen gerade schon gesehen. Der geht bis 403 hoch. Bei 380 geht der Dia los. Das heißt, es muss viel Glück dabei sein, dass der wirklich Dia machen würde. Ich kann auch bei den Wapitis nicht genau einschätzen, ob der das Potenzial dazu hat, jetzt alleine vom Geweih. Da fehlt mir der Dia noch. Aber ich würde sagen, wir holen ihn mal und schauen einfach mal selber nach. Daneben steht auch noch ein kleines. Er ist ungefähr auf 170 Meter. Das müsste doch machbar sein. Ich hoffe, das reicht mit der 308, aber ich denke schon. Ich hoffe, er säuft auch nicht ab. Geht runter auf 50. Das dürfte die Singlunge gewesen sein. 25, jawohl, der fällt. Er ist ein bisschen ungünstig gefallen und sieht tatsächlich nicht so klein aus. Vor allem auch die Dicke der einzelnen Stangen ist schon ziemlich massiv. Ich glaube, er ist ein bisschen zu klein, aber wir gucken jetzt einfach nach. Ist ein Gold mit 370. Also 10 Punkte immer noch haben gefehlt zum Dia. Trotzdem sehr, sehr schönes Wapiti in hellbraun. Ah, ich hoffe, da kommt bald der Dia. Was gerade sehr, sehr geil ist. Ich bin einfach auf dem Weg zum nächsten Gebiet der Wapitis. Ich habe es auf Late noch nicht gesehen, aber hier kommen jetzt einfach ein paar Enten runter. Landen hier direkt vor mir. Und ich bin geneigt, da mal mein Glück zu versuchen. Hier vorne müssten eigentlich Wapitis sein. Ich zeige euch schnell, wo ich bin. An diesem See, genau an dieser Zunge hier. Ich habe hier einen Spot, das sind ausschließlich Weibchen bei mir. Und hier eben einer, da müssten eigentlich auch Männchen dabei sein. Aber ich hätte jetzt tatsächlich gerade sehr große Lust, zu schauen, was da für Enten dabei sind. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Und dann schauen wir, ob wir einen Wapiti wegrennen sehen. Holy moly, das waren aber viele. Ja, ab einer bestimmten Entfernung wird es dann schwierig, aber zwei haben wir erwischt. Da können wir uns mal die Stockenten anschauen. Habe ich noch gar nicht gesehen. Rennt noch ein Wapiti weg. Zwei Männchen sollten hier eigentlich sein. Die Spuren sind beide nicht in der maximalen Gewichtsklasse. Trotzdem wollte ich euch den Spot einfach zeigen, auch wenn es jetzt die Enten geworden sind. Von der Lodge weggegangen, einfach hier und hier bei mir. Und wir gehen jetzt einfach noch das östliche Ufer entlang und schauen, ob wir da jetzt noch mehr finden. Aber jetzt gucken wir erstmal noch die beiden Enten an. Da ist die erste Stockente in schwarz-braun. Ja, die sehen einfach auch deutlich besser aus als davor. 14,3 und Nummer 2 auch wieder in schwarz-braun, 14,8.
Naja, haben wir die auch mal gesehen. Weiter geht's. Ich bin schon am nächsten Spot dran. Die ersten beiden habe ich verscheucht, aber da hinten, ihr seht es, man sieht hier so ganz leicht die Geweihe noch rausragen. Man könnte es fast für Schilf halten. Da ist eins dabei, oder auch das hier, das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ich werde mal callen und schauen, was da gleich kommt. Hier ist der große. Ein bisschen weiter raus muss er noch, sonst muss ich hier einen kompletten Blindschuss in das Schilf machen. Oh ja, auch wieder sehr schönes Bild, ey. Geht bis 388, also theoretisch in Deer Range. Aber der wird es nicht machen, der ist nochmal kleiner als der von eben, glaube ich. Der war auf aufmerksam, deswegen habe ich jetzt geschossen, auch wenn er sich noch bewegt hat. Geht aber runter, schauen wir uns an. Da haben wir ihn, ja. Ist kleiner, denke ich, als der von vorhin. 320,5, trotzdem auch wieder sehr schönes Geweih. Hier mit diesen leichten rötlichen Färbungen, gefällt mir gut. 1000 Euro kriegt man auch. Wir sind jetzt auch, was die Zeit angeht, fertig quasi mit der Wapiti-Trinkzeit. Aber das ist eben genau das Coole an Leighton Lake. Wir machen jetzt direkt weiter mit den Weißwedeln. Weißwedeln trinken jetzt wie auf allen anderen Karten von 8 bis 12:30 Uhr. Im neuen Leighton Lake dürftet ihr sie ausschließlich in der westlichen Hälfte finden. Die Seen sind auf jeden Fall immer eine gute Adresse. Beim Flussabschnitt habe ich vor allem im südlichen und im nördlichen Bereich einige Gebiete. Weil die teilweise sehr nah aneinander sind, habe ich heute mal den Crossbow mitgenommen, einfach um nicht zu viel Lärm zu erzeugen. Ich fange meistens unten mit so einem kleinen Bogen an, weil dann der Wind ganz gut ist. Ich habe hier die erste Herde, da ist schon der erste gute, 210, 241 sogar, 207, also da sind viele schöne dabei, aber der eine hier, der wird's werden, da können wir uns langsam mal mit der Armbrust warm schießen. Da hinten taucht schon der nächste auf. Da müssten noch ein paar mehr sein. Die sind noch nicht reingerendert. Die schauen wir uns gleich noch an. Da kommt das nächste. Jetzt schießen wir uns erstmal mit der Armbrust warm. Der hat ein echt schönes Geweih. Und ich sag's euch ganz ehrlich. Jetzt habe ich schon Armbrust gesagt. Da hinten ist einer. Ich habe lange keinen Dreier mehr gesehen. 2,33 bis 2,74. Auf die Entfernung würde ich auch sagen, das ist schon ein guter Dia-Kandidat. Ich call jetzt mal. Ich würde gern, bevor ich den Dreier hier schieße, einmal mich mit der Armbrust zumindest halbwegs einschießen. Volle Konzentration. Der hat hier auch ein interessantes Geweih, so ein bisschen nach vorne geneigt. Da ist der 241er. Hat gepasst. Armbrust ist halt schon mit dem Visier deutlich leichter, finde ich, als der Bogen. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Dreier auch kriegen. Da ist noch so ein Riesending. Ein Zweier, der bis 264 hochgeht. Junge, Junge. Und einfach, weil ich es so schön finde, ey. Die Enten sind hier einfach am Fressen, im Wasser, gehen aus dem Wasser raus. Ist schon was völlig anderes als davor. Aber jetzt nicht ablenken lassen. Spinnig? Noch ein Dreier, der bis 268 hochgeht. Wir haben hier zwei Dreier, die gut in Deer Range sind. Einen Zweier, der okay in Deer Range ist. Ich habe die Armbrust dabei. Ich nehme jetzt erstmal ihn hier mit. Ja, der hat gepasst, aber fast ein bisschen zu hoch auf 48 Meter, gut zu wissen. Vielleicht halte ich lieber einen Ticken unten an. Die Lungen gehen ja ziemlich weit nach unten. Ja, jetzt heißt es Diamanten suchen. Also Nummer 1 haben wir schon mal hier. Das ist der größte von den dreien. Er ist wachsam. Ich warte jetzt mal noch kurz. Alter, der hat echt ein richtig schönes Geweih. Ich warte jetzt, bis er sich beruhigt und werde ihn dann hoffentlich gleich callen können. Werd echt schon ein bisschen nervös gerade. Warnruf, ich bin noch einen Ticken nach vorgegangen. Das ist der große Dreier hier auf 45 Meter. Er ist auf aufmerksam. Okay, ist wieder ruhig. 45 Meter, da werde ich jetzt auf jeden Fall unten anhalten. Okay. Okay. Der liegt schon mal, müsste gepasst haben. Ich schau mal, ob der Zweier auch noch hier irgendwo ist. Wir haben hier unseren Zweier, der bis 2,64 hochgeht. Der bleibt hier leider auf nervös. Meine Strategie ist jetzt, ich call die hinteren auch mit dem zweiten Dreier, der bis 2,68 geht. Ich call die ran, versuche den dann noch mit der Armbrust und unseren Zweier einfach ganz normal mit der 308. Aber erstmal muss der hier kommen. Also der zweite Dreier, der hat hier einfach gar keine Lust näher zu kommen. Ich kann da callen, wie ich möchte. Der Zweier, der jetzt hier noch ist, kann gut sein, dass der mittlerweile weitergezogen ist. Ich muss auch ehrlich sagen, mir wird das jetzt gerade ein bisschen zu heiß. Ich habe in letzter Zeit deutlich mehr Spielabstürze als davor und da hinten liegt der erste Drei, den wir gerade geschossen haben. Ich werde den jetzt einfach hier mit der 308 erlegen. Nicht, dass hier gleich was Blödes passiert. Ich hatte sowas noch nie, dass ich so viel Dia-Potenzial-Hirsche auf einem Haufen habe.
Das möchte ich jetzt nicht irgendwie verspielen. Schuss müsste gepasst haben. Sieht auf jeden Fall gut aus. Geht runter. Ja. Sehe ich hier jetzt noch den Zweier, wenn er hier irgendwo wegrennt. Da ist er. Vielleicht gibt er uns gleich noch die Chance. Ich gehe jetzt erstmal einsammeln, ey. Ich möchte nicht den Crash jetzt erleben. Puh. Das war der erste Dreier. Der sah auf jeden Fall am größten aus von allen. Hat auch ordentlich dicke Stangen. Da würde es mich wundern, wenn der nicht die er macht. Wir schauen uns einfach direkt mal an. Gold? Was? Oh mein Gott. 42 Meter. Ich habe extra ziemlich weit unten angehalten. Und bei mir zieht sich, wie es erst mit dem Bogen der Fall war, er ist jetzt mit der Armbrust durch. Sagen wir so, ist nicht der erste, den ich mit der Armbrust verhau. Eieiei, das tut weh, ey. Das tut wirklich weh. Ich hätte das echt nicht gedacht, dass ich den so schlecht erwischt habe. Ich muss mir das unbedingt nochmal im Nachhinein anschauen. Richtig, richtig bitter. Naja, zwei Versuche haben wir ja noch. Das hier der zweite. Und wenn ich den jetzt im Vergleich anschaue, ich glaube nicht, dass der dir machen wird. Gold 2, 52,5. Hey, wir sprechen da nie wieder drüber. Ich glaube auch tatsächlich, dass der zwei, der hier oben jetzt noch irgendwo steht, der kleinste von denen waren. Ich schaue mal, ob ich den noch finde. Ich habe ihn gefunden. Ist vom Rack, denke ich, auf jeden Fall kleiner als der von gerade. Mal schauen, ob wir auf der Lichtung hier gleich eine freie Sicht haben. Ach ja, der wird nicht dir machen. Und ganz ehrlich, mich ärgert das. Mich ärgert das wirklich extrem, dass ich da diesen schönen Dreier Dia-Weißwedel mit dem Crossbow verhau. Aber ich sag mal so, nächste Aufgabe, nachdem wir den Bogen jetzt durchgespielt haben, als nächstes kommt der Crossbow dran. Ja, das ist definitiv zu klein. 249,8. Wir machen mal die Runde weiter. Ich bin einfach jetzt wieder den Fluss hier nach oben in den Norden gelaufen. Das sind immer wieder Bedürfnisgebiete. Ich wollte einmal jetzt noch mit dem Crossbow was treffen. Eigentlich kann es doch nicht so schwer sein. Ja, also wenn man den trifft, dann geht er auf jeden Fall gut rein. 190,9. Irgendwann bekomme ich vielleicht die zweite Chance. Also wie gesagt, der komplette Flussabschnitt hier in den Norden hoch ist ein richtig guter Weißwedel-Spot. Ich habe hier immer mal wieder so Gebiete, wo mehr und mal weniger Weißwedel sind, vor allem hier oben. Und hier unten sind es bei mir richtig viele. In der Mitte ist so ein bisschen schwächer. Aber auch zum Beispiel hier der See bei Leighton Lowes. Auch da habe ich ein richtig gutes Weißwedelgebiet mit einer schönen Herde. Und für den Respawn nehmen wir da auf jeden Fall mal einen mit. Sonst war da, glaube ich, nichts Größeres dabei. Ah, der darf auch noch. Der erste, Doppellunge, 199. Und der zweite, 163. Nachdem die Weißwedelhirsche jetzt ja nicht mehr im Osten vorkommen, ich habe zumindest keine gefunden und ich habe von vielen anderen auch gehört, dass die da gar keine mehr haben, ist es umso leichter, würde ich jetzt mal sagen, auf Leighton die zu suchen. Ich würde euch auch empfehlen, jeden einzelnen der kleinen Seen hier mal anzuschauen. Das sind auf der westlichen Seite gar nicht mehr so viele. Da gibt es den Flussabschnitt und eben hier noch 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Seen. Da lohnt sich es auf jeden Fall. Ich hatte die auch hier unten noch ein bisschen, aber ich bin jetzt hier oben an den Heighton Peaks, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Und da habe ich auch eine richtig schöne große Herde. Da können wir mal noch, ja, wenn es geht, zwei rausnehmen. Dann ist die Waffe eh leer. Und damit können wir jetzt weitergehen zu den Elchen. Elche trinken von 12 bis 16:30 Uhr. Von der Verteilung auf der Karte sind sie sehr ähnlich zu den Weißwedelhirschen. Im östlichen Bereich habe ich keinen einzigen Elch gefunden, dafür umso mehr im westlichen Bereich und im zentralen Leighton Lake. Wir beginnen heute mit der Elchjagd im südwestlichsten Bereich. Der Haken, wenn man so will, an dieser Jagdroute ist, dass es nicht so ganz gut einsehbar ist. Man ist hier zwar in einer leichten Kurve, das heißt, man kann hier immer noch einigermaßen gut spotten, aber es ist jetzt nicht so super frei. Aber wir haben hier direkt den ersten Elch. Callen hilft dann natürlich auch immer, man muss einfach ein bisschen aufpassen. Bei mir war jetzt hier bei dem Abschnitt leider nichts wirklich Großes mehr dabei. Da hinten ist noch ein Zweier, kleiner Elch. Ich war vor kurzem erst hier, deswegen denke ich, dass die noch nicht nachgespawnt sind. Aber wir nehmen den mal mit. Kann nicht schaden. Und schauen dann auch gleich weiter zum nächsten Spot. Der Spot, bei dem wir eben mit den Weißwedel waren, ist genauso gut für Elche. Auch hier habe ich richtig, richtig viele Bedürfnisgebiete von denen. Ich war auch hier vor kurzem schon unterwegs und habe mal ein bisschen was weggeschossen. Aber hier ist zumindest nochmal ein Dreier. Ich habe hier noch einen Dreier. Und da geht es genauso weiter. Es ist angenehm, weil die Lodge einfach super nah dran ist.
Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den Dreier hier raus. Ich habe auch, weil es super einfach mit dem Waffenrad geht, jetzt mal gewechselt auf die Aufpilzmunition. Hat mich schon lange mal interessiert, wie die so gegen Elche funktioniert. Wir werden das jetzt einfach mal testen. Ich habe jetzt geschaut, dass kein Knochen da dazwischen ist. Der fällt hier schon sehr schnell. Er ist ein bisschen merkwürdig gestorben und er schwimmt nicht drüber. Wir holen ihn ab und springen dann auch gleich weiter zum nächsten richtig guten Spot. Auch wenn die Elche sich ganz ordentlich über den kompletten Westen verteilen, habe ich vor allem oben im Nordwesten eine extrem hohe Elchdichte. Vielleicht ist das ja bei euch auch so. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich das ganze Gebiet hier mal ganz genau anschaut. Ich habe hier richtig, richtig viele Trinkgebiete der Elche. Das sind zwei Weibchen. Da hinten steht noch eine größere Gruppe mit einem kleinen Elch wieder mit dabei. Ich habe jetzt hier auch nichts Größeres mehr gefunden. Mal schauen, ob da vielleicht bald mal was Besseres auftaucht. Aber wir schießen jetzt hier auch deswegen gar nichts, sondern gehen direkt weiter zu dem nächsten Bereich, der auch sehr, sehr gut ist. Ich bin hier einfach direkt vom Außenposten runtergelaufen. Ist kein weiter Weg und man hat da auch eine ganz gute Sicht, weil man so ein bisschen von bergauf runterkommt. Ich habe hier drei Gebiete von Elchen. Sehen tue ich jetzt gerade keinen einzigen. Aber wir schauen einfach gleich mal, ob hier vielleicht noch was Größeres dabei ist. Ich denke, ich habe mein Glück heute mit den Weißwedeln verspielt. Wir haben hier wieder ein paar Elche, leider wieder keine großen. Dann nehmen wir doch hier noch einmal die Durchschlagsmunition. Das müsste dann eigentlich schon gehen. War gerade kurz erschrocken, wo mich da der Rückstoß hingebracht hat. Naja, wir nehmen mal nur den einen mit. Liegt auch schon. Und dann gehen wir gleich hier oben hin. Da habe ich auch noch richtig, richtig viele Elche. Und vielleicht steht da dann doch noch was Größeres. Ich bin gespannt, wo ich ihn jetzt getroffen habe. Der war wirklich sehr schnell am Boden. Tatsächlich ins Herz. 152,8. Doch nochmal einigermaßen gut getroffen. So, wir springen gleich hier hoch und schauen mal, was da auf uns wartet. Also immer noch eigentlich der gleiche See, nur einfach das nördliche Ende. Ich habe hier alles von Elchspots voll. Und das ist auch ganz cool hier, weil die relativ gut einsehbar sind, wenn man erstmal diese ersten Sträucher überwunden hat. 15.35 Uhr, die sollten eigentlich noch da sein. Vorne sieht man schon was bewegen. Weiblicher Elch, da ist noch ein Weibchen. Genau, da hinten geht es direkt weiter, ein paar Weibchen. Und zumindest mal ein Vierer, das ist doch schon mal was. Kleines Zweiermännchen auch noch mit dabei. Also, dieser ganze Bereich ist wirklich ein super Hotspot. Wir nehmen den Vierer mit. Der ist auf guten 240 Meter. Ist immer ein bisschen problematisch, wenn der dann so hinterm Schilf versteckt steht. Jetzt ist es natürlich ganz schwierig. Ich schaue mal, ob ich heute irgendwo eine bessere Sicht bekomme. Ja, von hier ist es auf jeden Fall besser. Mit der Durchschlagsmunition sollte das auch eigentlich für die Lunge reichen. Jawohl, ist runter auf 50. Sah sehr gut aus. Während ich jetzt hier gerade noch unterwegs bin und den letzten Elch einsammle, blende ich euch nochmal alle Trinkzeiten auf Leighton Lake an, die ich jetzt so gefunden habe. Wie gesagt, das war jetzt mal ein erster Teil für das Video mit den Tieren, die aus meiner Sicht wahrscheinlich so die beliebtesten sind. Wenn ihr sagt, ihr hättet das auch gerne auch für die anderen Tiere, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann versuche ich das, sobald ich mich selber auskenne, nachzulegen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euch natürlich viel Erfolg und viel Glück, wenn ihr die Spots abgebt. Ich hoffe, ihr macht das besser als ich beim Weißwedel. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.